So, willkommen zurück. Los Angeles, wir reisen von Downtown nach Hollywood. Ja, soll ich es wagen? Anders als die Kamarilla, nennt der Sabbat die Existenz der Vorsintflutlichen, erkennt sie an und schon habe ich, hab mich verlesen und gleichzeitig, ach, ist alles furchtbar, ich lese das Ding einfach besser nicht. Willkommen in der Kanalisation von Hollywood. Rechts begrüßen schon eine Ratte, da ist auch so eine Art Stadtplan oder was? Wir können uns mal kurz den Stadtplan ansehen. Auch eine eigene Musik hier. Hier haben es ein bisschen bläulich, violett, sag ich mal. Lila an. Was haben wir denn hier? Wir haben eigentlich eine ziemlich klare Route. Was ganz cool ist offen gestanden, das kann mir sogar helfen. Ich werde wahrscheinlich immer hier denken, also bei Punkt da, wo ich gerade bin, mein Kreuzchen, dass ich immer auf die andere Seite muss und immer andersrum, aber das kann passieren. Eigentlich kann ich mich kaum verlaufen, genau genommen. So, wir haben 9, 10 Gebäude, das Asian Theater, wo wir gerade rauskommen könnten, das Cavoletti Café, das Lucky Star, das Red Spot, das Metalhead Industries oder die Metalhead Industries, die ESP Hole oder ESP Hole, Sinbin Cemetery, Vesuvius und EPS, wahrscheinlich Apartments. Ich habe keine Ahnung, wo wir irgendwie, ob wir irgendwas mal rausfinden sollten. Ihr müsst kurz überlegen, er ist, glaube ich, in der örtlichen Juwelierladen, wurde jetzt gesagt. Die Frage ist, was könnte der Juwelierladen sein? Das Café wahrscheinlich nicht, das Asian Theater wahrscheinlich auch nicht. Lucky Star, glaube ich, auch, das klingt eher wie ein Casino. Oder so ein kleines Motel oder sowas. Red Spot, klingt wie ein Puff, genau genommen. Metalhead Industries, von der Größe her, was soll das sein? Piercing-Laden, ASP Hole, Sin Cemetery, Vesuvius. Tja, wie so oft, gucken wir uns doch erstmal oben um, würde ich sagen. Ups, das war die falsche Taste, ich wollte eigentlich eh drücken. Wir gehen raus bei Access Point A und gucken uns erstmal die obere Stadt an. Die Kanalisation ist nicht so spektakulär, wie eigentlich die meisten Kanalisationen. Ich speichere mal kurz ab, obwohl ich gerade gespeichert habe, weil ich will vor jedem Video direkt mal abgespeichert haben, so ein Quicksave. Ah, Downtown. Hier riecht es doch noch Star. Hier könnte ich also rein ins wahrscheinlich Asian Theater oder sowas. Ne, das ist da drüben. Das ist gut in der Pagode. Sind wir auf der Straße? Nö, nicht so richtig viele. Abrams Golden Age Jewelry. Ja, vielleicht ist das mal das Richtige. Wo wir hin müssen. Wo der örtliche Prinz, der Isaac, zu finden ist. Hm, vielleicht gehen wir mal hier rein. Ah. Na, das sieht doch mal so aus. Das könnte auch hier den unseren Milchbubi-Prinzen ein bisschen gefallen. Good evening, Neonate. Isaac Abrams. I've been expecting you. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? Na, du hast ein bisschen was vom Red Pack. Ich suche nach dem Nosferatu, oder? Prinz LaCroix hat mich geschickt. Mehr müssen sie nicht wissen. Nein, ich suche nach dem Nosferatu. So, you've come to barter information with the sewer rats. LaCroix must really be desperate to be stooped to consorting with their kind. And asking for my help of all peoples. Ja, ein fröhliches Lächeln. Das von ganzem Herzen kommt. Es ist wirklich schön, dass du in meinen Namen gleich mal sagst, dass es Kanalratten sind. Du steigst total in meiner Gunst, mein Gott. Ich tue mal so, als hätte ich diese Passage über Ratten nicht gehört. Aber können Sie mir helfen, sie zu finden? Genau. Perhaps. However, before we discuss how I might help you, there is the matter of tribute. Mir gefällt nicht, welche Richtung diese Konversation einschlägt. Call me old-fashioned, but this is my barony, and as is tradition, a token of respect must be paid. Ja, ich bin gespannt. Ich verstehe. Was also wollen Sie? Oder vergessen Sie es? Ich bin doch nicht so blöd, Sie zu bezahlen. Ich sag erstmal, ich verstehe. What I want is a simple exchange. Last week I paid for a certain item, a movie, and this evening I got an email saying that the seller is ready to deliver it. Unfortunately, he's become a bit paranoid all of a sudden. Won't meet me in person, won't drop it off, won't even answer his phone. Says he'll send the location of the pickup to a computer in the nearby internet cafe tonight. Ja, ich soll da einbrechen und den, und wahrscheinlich die Mail checken. Sie wollen, dass ich den Film hole, das verstehe ich sogar. Oder das verstehe ich sogar. Sie wollen, dass ich ihn töte, weil er das Teil nicht geliefert hat, oder nein? Sie sorgen sich, dass es eine Falle ist und schicken mich stattdessen. Ja, das trifft wahrscheinlich im nächsten 3. Speaking of paranoia,
No. Simple pickups, all that's involved. Go to the Ground Zero Internet Cafe. Look for a directory named Joseph K. and use the password Kafka. There'll be an email in there that will specify a nearby location. Meet the contact, pick up the item, come back. Not too painful, right? Mal sehen. Ich mach's, ich habe erst noch ein paar Fragen. Ja, genau. There'll be plenty of time for questions later. I'll explain everything when you get back. Okay, besser ist das. Paketdienstleister, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin vor Ort. Ich bin fort, ja. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest in my barony. Dankeschön. Welcome to Hollywood. Danke. So. Ja, ich heule noch mal ein bisschen. Und wir sollen also ein Internetcafé aufsuchen und mit dem Login-Namen Josef K. und Kafka. Na gut. Sollen wir jetzt also einloggen. Mal sehen, ob wir das Ganze finden. Ich bin ja in Hollywood ein bisschen vorsichtiger. Weil ich nehme mal stark an, dass es immer schwieriger wird, sich zu verstecken. Oh, nein, warte mal. Santa Monica war aufgestanden viel schwerer als, Sunset Print? Santa Monica war viel schwerer als, Downtown aufgestanden. Hier kann ich irgendwann nicht rein. Closed. Kann ich hier wie die Seitengasse rein oder so? Hier komme ich von hinten dran. Und zwar wohin? Nirgendwohin? Aha. Ist hier irgendwas Cooles? Hier sind Ratten, okay. Ein Gullideckel ist auch noch hier, das ist ganz günstig. Vielleicht komme ich ja später irgendwie mal hier rein. Aber hier komme ich offenbar gar nicht rein bisher. Naja gut. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Vielleicht müssen wir auch hier rein. Ich habe einfach die Tür nicht gesehen. Oder wir müssen unterirdisch rein. Das kann natürlich auch sein. Aber gut. Ich habe offenbar jetzt wieder vergessen, wie der Computerladen eigentlich heißt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen es... Oder wir müssen... Wir gucken uns eh noch ein bisschen um hier in Hollywood. Ah, das ist Café. Okay. Hier ist das Hotel. Da könnte man rein, wenn es die Penner durchlassen würden, was dann vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, wie eine Maskerade und so. Ein Telefon, zwei öffentliche Telefone, was ist das? Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Da ist das alte, abgespackte Hotel. Dass man auch nicht mal ohne weiteres rein kann. Das sieht aus, als könnte man hier rein. Ja, was ist das? Irgendwas. Finden wir später vielleicht mal raus. Okay. Was gerade beachten? Alter, jetzt wird's voll hier. Okay. Noch habe ich keinen Maskeradenbruch, noch habe ich auch keine Warnung. Wenn ich also mitten auf der Kreuzung stehe, ist alles gut, oder was? Naja, gut, dann ist es ja... Open 24 Hours. Red Spot. War Red Spot, was, das Computercafé? Weiß ich gar nicht, gesagt gar nicht. The moon is out, everyone's in dreamland, and you've turned into the dead of night. Nobody to fall asleep next to you? Ja, eher nicht. Das ist eher ein 24-Stunden-Shop. Ein Späti, wie es so schön heißt. Oder ein Konsum. Warte mal, wenn ich mal hier hingehe, da ist nichts. Oder dahinter vielleicht? Dahinter ist was. Man könnte auch von hinten einbrechen. Interessant. Der ist Carolines. Was ist Carolines? Mein Gott, das ist unübersichtlich. So übersichtlich wie die Kanalisation noch ist, unübersichtlich ist die Stadt an sich. Warte mal, war das gerade eine Tür? Ja, eine Tür. Die mich irgendwo hinführt. Alter, noch eine Treppe, natürlich. Aber morgen gibt es hier eine Treppe. Können wir irgendwas Besonderes machen? Hier hoch vielleicht? Nein. Ich versuche mir so ein paar Eindrücke mal zu merken, dass ich mal vielleicht irgendwann später mich leichter hier zurechtfinde, ich das irgendwann mal wirklich könnte. Noch eine Tür. Diese Tür, also diese Stadt besteht nur aus Hinterhöfen und Hintertüren. Da ist noch eine Tür. Eine Hintertür natürlich. Fastback. Ich gucke einfach ganz kurz mal nach, wo es einfach ist. Bla bla bla. Internetcafé Ground Zero. Ah ja. Ah, ein Polizist. Okay, hier gibt es jede Menge Dinge, die mit Sex zu tun haben, offensichtlich. Vesuvius, okay. Wo ist das Internetcafé? Vesuvius? Das sieht aus wie ein Friedhof eher. Will ich also erstmal nicht hin? Also, da will ich garantiert noch nicht hin. Metalhead Industries. Ah ja, jetzt weiß ich noch weniger, was es bedeutet als vorher, aber gut. Wo ist Ground Zero? Hier war ich doch gerade noch. Nehmen wir an, Ground Zero ist ein bisschen versteckter, oder was? Ach hier, Ground Zero.
Plakat ein bisschen gewellt, deswegen vielleicht. So, kurz gespeichert. Auf jeden Fall, dass mich jetzt jemand entdecken sollte oder sowas. Ich hab's fast vergessen. Josef K. und Kafka war's, glaube ich. Hier ist was. Was ist das hier? E-Mail. Passwort. Ich nehme an, Kafka ist hier das falsche. Falsches Passwort? Dann was haben wir hier? Passwort. Was? Subarashi? Hitomi, hallo! Na gut, mal gucken. Von Hitomi, hallo. Okay. Ach, der Betreff ist Hitomi, hallo. Okay, und der ist es von Akayu oder Ayako. Irgendwas, blablabla, aus Japan. Hallo, hier Ayako. Ich schreibe Englisch zu üben. Wie ist es zu Hause? Amerika muss so sehr cool. Du bist in Hollywood. In einem Film? Love, Ayako. Die nächste Mail, also die Antwort daran. Von... Ja, genau die Antwort. Kenta und ich gegessen. Was für ein Ding? Okonomiyaki von Yokohama. Sehr schmeckhaft. Was isst Leute in Amerika? Isst japanische Essen? Ich muss untersuchen. Bye, bye. Nächste Mail. Alle Amerikaner hat lange Beine. Gehst du mit amerikanischer Junge? Ist die Bild gesendet? Es geht glücklich. Schön. Und letzte Mail. Diesen Wochenende, ich gehe zu heiße Quelle, wo meine Familie hängt. bin prächtig aufgeregt. Erinnerst du noch Yuki, als wir kleine waren? Sie auch fragt über Amerika. Ist gut Zeit gelaufen? Schick mich viele Bilder. Ja. Und das war's offenbar mit den Mails hier. Fantastisch. Aber ich nehme an, der Sprachunterschied zwischen Japan und... Zwischen Japan und... Japanisch und Englisch ist relativ groß. So, das ist zwar Pakula und nicht der richtige Login, den wir haben, aber ich nehme mich das jetzt aber trotzdem. Ich lese mal ganz gerne. Wir suchen ja, Josef K. oder sowas. Aber ich kann mir das trotzdem hacken. Schitzel. Ja. voll geplättet mit Leadspeak. Sitirov. Sol.vtml. Ich nehme mal nicht an, dass es irgendwie Sephiroth heißen soll, als Anspielung. Für Final Fantasy 7, okay. Mann! Meine Preußen haben deine Fragen gestern Nacht bei Eurokraft voll 1A geplättet. Spielst du heute? Ach so. Das Mädel, das in den Naturwissenschaften neben mir sitzt, hat heute mit mir geredet. Das ist total heiß auf mich. Ja, genau. Du bist praktisch auch schon schwanger. Nächste Mail. Nein, Dude, deine Mutter! Deine Mutter! Psycho, deine Mutter, ich liebe diese Mails. Ist das großartig. Was soll der Scheiß, Tupacula? Ich habe... Das ist ein furchtbarer Name. Was soll der Scheiß, Tupacula? Ich habe gesagt, gib mir Deckung, nicht verrecke elendig. Nochmal sowas, du bist raus aus dem Clan. Oh mein Gott, mit E-Mail, wie old style. Okay. Hab gerade das neue Troika-Spiel angeschaut. Wenn du den Code hackst, kannst du den Clan Chocula freischalten. Ja. Das Dumme ist, glaube ich, Vampire Masquerade Bloodlines war leider das letzte Spiel von Troika Games, oder? Warte mal, es gab drei Spiele von Troika Games: Arcanum, Vampire Masquerade Bloodlines und ich glaube The Temple of Elementary Evil. Letzteren habe ich nicht gespielt oder nur ganz kurz und fand nicht so berauschend, aber leider gibt es kein neues Spiel von dir. Schade, schade. Troika Games war super. Noch eine Mail? Nein, keine Mail. Schade, schade. Quit. Und, also, jetzt quit. Gut. Hier kann man nichts machen. Aber da hinten ist noch ein Rechner, der auch nicht benutzt wird. Zwei Rechner sogar. Ich gucke mir erstmal den linken an. Das ist der richtige Mist. Dann gucken wir erstmal den rechten an. So, ganz knapp vor der Maskerade ankommen. Datenbank für Hollywood-Stars suchen, starten. Ach du großer Gott. Nur mal so spaßenshalber, was gibt's? Wie viele? Es gibt jede Menge Captain Melanas. Schön. Gucken wir uns später an. Wir quitten erstmal. Und gucken uns den linken mal an. Wir müssen es aber kurz merken, dass wir hier noch eine lustige Datenbank haben, die wir mal durchlesen können. Wir haben E-Mail und wir haben Anwendungen. Wir nehmen erstmal Anwendungen. Moment. So, was haben wir denn dafür? Sie haben zwei Mails. Davon sind zwei noch ungelesen. Aber ich sage einfach mal dir, um alle Dateien aufzurufen.
Zugriff verweigert. Kontostand 56 Cent. Und ihr, um ihr Konto neu aufzuladen, sprechen Sie mit einem Mitarbeiter von Ground Zero. Unangenehm. E-Mail, na gut. Wir hatten Kafka, soweit ich weiß. Passwort korrekt. Okay, kein Betreff. Triff ich in der Gasse hinter dem Fast Bug. Okay. Und die nächste Mail, Dinge, die man eigentlich nicht so lesen sollte. Viruswarnung, bitte lesen. Sind solche Dinge, die man eigentlich normalerweise nicht lesen sollte. Apropos, das BSI, also das Bundesinstitut für Sicherheit und Informationstechniken, hat aufgedeckt, dass es 16 Millionen Mails, deutsche Mails, von Bots betroffen sind. Ihr könnt durchaus mal das kostenlos überprüfen lassen auf der Seite vom BSI. Das nur als Empfehlung von mir persönlich aufgestanden. So. Muff hat ein Virus im Anhang dieser Datei gefunden. Der Virus wurde isoliert und eine Benachrichtigung an sniffq@mail.vtm geschickt. Okay, quit. Wir sollen also irgendjemanden suchen oder finden hinter dem Fast Bug. Moment. Stimmt das richtig? Das stimmt wirklich. Fast Bug. Boah. Boah. Überall Leute. Aber ich würde sagen, die Personen hinter dem Fastbug suchen wir erst in der nächsten Folge auf. Das sind ja eh nur gerade eine Bonus-Episode sozusagen. Wir sind gerade in Episode 6. Wir sehen uns also nächsten Donnerstag wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.